Hi Fans und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dungeons. Wir haben ja im ersten Ansatz hier in Lachstadt immer froh mal ordentlich aufs Maul bekommen, beziehungsweise hab mir gedacht, so ist jetzt nicht unbedingt beste Voraussetzung zum Weiterspielen. Jetzt habe ich 2 Stunden lang probiert, über diese Konsole hier, war ich mir mal ziemlich sicher, man konnte Cheatscodes über die Konsole ausgeben für Map aufdecken und God Mode. Jetzt habe ich allerdings nach Stunden des Probierens dann im Internet nachlesen müssen und feststellen müssen, dass bei der Version 1.3.2.1 das Python-Script gegen Lua ausgetauscht wurde und damit die Cheatcodes in der Konsole unwirksam wurden. Ja. Nichtsdestotrotz, ich wollte euch das Spiel eigentlich zeigen, weil ich ja die komplette Reihe zeigen will. Und ich habe dann als kleinen Notnagel jetzt einfach mal den Schwierigkeit auf leicht runtergesetzt. Um mal zu gucken, ob es jetzt besser wird deswegen. Machen wir mal ein bisschen anders auf diesmal. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen, wenn wir das Ganze auf leicht setzen. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich wusste, man konnte da früher so lustige Dinge mitmachen. So. Meister? Ja, ich habe ein ungutes Gefühl, das wissen wir schon, ja. So, warte, kann sein, Optionen, Sound. Machen wir mal die Musik wieder ein bisschen runter, das habe ich jetzt so komplett vergessen, dass ich ja die ganzen Einstellungen hier wieder alle neu machen muss. Helden sind stärker geworden, na mal wieder. Oh, muss mich wieder muten. Kann ich denn? Ich habe momentan noch nicht genügend Prestige.
Kann nichts gebaut werden, ne, meinetwegen. So, nächstes Teil kaputt machen. Finde ich jetzt ein bisschen arg assi, dass jetzt keiner mehr kommt. Doppelzelle, Doppelzelle, Doppelzelle. So. Das da gleich abreißen. So, jetzt muss ich nämlich gerade noch mal gucken, dann brauchen wir... So, hier haben wir nämlich noch ein Ding. Krieger und Wehrratte. Wollen wir gerade noch mal kurz zurück in unser Dungeon-Herz verteidigen. Also Procatio. So, einmal das. So. So, dann machen wir nämlich jetzt das hier gerade, dass die da alle Befriedigung erfahren für ihre Bedürfnisse. Machen wir da jetzt gerade so ein bisschen kleine Räume, die können wir später auch nochmal ausbauen. Na komm. Also, bin ich irgendwie blöd oder diese Klickbefehle, die funktionieren als die werden als nicht immer so schnell angenommen, wie ich das gerne hätte. Fallen und Verbesserung 10, Kampf 7, verbesserte Gesundheit, Lebenspunkte plus 5%, oh, mehr Lebenspunkte ist nie schlecht, glaube ich. Eisschild, Zauber. Können wir nämlich hier auch mal wieder 1, 2. Oh, gerade kein Gold mehr, okay. Hinterhältige Bastarde greifen das Dungeon-Herz an. Oh, Tatsache. Das finde ich jetzt aber gar nicht lustig.
im Keller weiter hier. Jetzt jammern sie, weil sie bei mir im Kerker hocken. Mal 100 Gold, jawohl. Lärm 0. Mein Dungeon Lord, da ist eine Schriftrolle. Ne, das ist ein Rohr, was aus der Wand guckt. Mein Gott, das sah jetzt aber komisch aus. Ein Monster hat gerade einen eurer Helden zerlegt, Meister. Ja, das sieht aber gut aus. Da kommt jetzt der erste Held. Stürzen wir uns mal auf den und gucken, wie stark der ist. Ihr werdet angegriffen! Nichts Neues. Okay, den haben wir halbwegs gut zerlegt. Zauber noch, zack. Ja, jetzt. Ich verstehe das nicht. Manchmal nimmt er einfach Befehle nicht richtig an. Es geht doch nichts über ein gutes Buch. Oh ja. Kurze Pause bitte. Geht weiter, ja doch, Aufnahme läuft. Jetzt war ich mir gerade kurz nicht sicher. Ah ja. Da kommt Nummer 2. Da kommt Nummer 3, Nummer 4. Ah, wunderbar. Dieses. So, jetzt sind es 5. Sollen wir mal gucken, ob wir die 5 alle kaputt kriegen. Oh. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir müssen es ja schon mal zurückziehen. Das. Okay, 2 von 3 haben wir gekriegt. 2 von 5. Typen haben es schon hart drauf, gell? Also sogar auf einfach jetzt. Ja, aber mit ein bisschen Unterstützung von unseren Monstern kriegen wir es hin.
Ein Champion ist in euren Dungeon gekommen, Meister. Mhm. Ja, wir müssen uns erstmal kurz um den Champion da kümmern. Vielleicht nochmal eine Gefängniszelle hier bauen. Letzten beiden Helden da auch noch kaputt kriegen. Knochenkammer, Betrachter. Hier hinten wohnt ein Monster. Hier ist eh noch Gold, dann können wir uns eigentlich hier reingraben. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Das hört man doch immer gerne. So, wo ist unser Dungeon Lord? Der muss mal hier noch. Ding aktivieren, zack, zack. Komm, hau jetzt drauf. So, Herausforderung erfüllt, Heldenpeiniger. So, dann. Ich sage, müssen wir noch den nächsten Dungeon angraben. Hier ist auch noch der Holz mit dabei. Gold. Stärker geworden. Kann man bei denen irgendwo sehen, ob die. Ja. Die Macht von Grayskull vielleicht. Hier. Füllen wir hier noch wieder einen Pokertisch auf mit zwei.
manchmal, dass ich manchmal einfach meine, dass solche. So. Geht jetzt vielleicht ein bisschen langsamer voran, weil ich will auch die eine Herausforderung halten, Ding. Dass man zu keinem Zeit mehr als drei Goblins oder so benutzt, dann kriegt man auch wieder ein bisschen mehr Ding. Mehr EP. Oder ich müsste 15 Goblins anwerben. Das kostet aber alleinig wahrscheinlich vom Ding her Haufe Asche. Hier nochmal ein Ding setze, langt es? Ich glaube nämlich fast nicht. Hier ist ein Keller, hier ist ein Keller. Ein Schämpchen hat den Dungeon betreten, Schleimige Meister. Kanalisation. Champignon. Da Champignon. Den holen wir uns gleich. Herausforderung gescheitert, Prestige wird überschätzt. Nee, es langt natürlich nicht. Um zwei Felder oder so. Na, ihr werdet angegriffen! Komm, hau drauf. Übrigens, das habe ich auch noch rausgefunden, mit Leertaste kann ich so eine Draufsicht machen, dass ich da besser reingucken kann. Und gleich der nächste Held. Es tut mir jetzt aber leid für dich, dass du genau jetzt schon einem Dungeon Lord begegnest. Oh, das war's mit dem. So. Ich wollte noch... Mal kurz in die gegnerische Basis gucken. Wem geht's da hinten noch irgendwo weiter? Eines eurer Monster hat gerade einen Helden besiegt. Das ist schön. Ja, dieser sieht auch nicht mehr so aus als letztes Langmacher. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Immer gut, ja. Jetzt weiß ich was, ich glaube, ich hole mir doch mehr Goblins. Seelenenergie. Den da gleich wieder abreißen dann. Jetzt hier so eine Vampirfledermaus hinsetzen, dass es gerade noch bis darüber reicht zum Betrachter. Diese Monstrosität ist der Albtraum der obersten Ebene.
Jetzt haben wir Betrachter freigeschalten. Dieses Pentagramm ist noch nicht aktiviert. So, jetzt müssten wir den hier rein theoretisch zerstören können. Und ach, guck mal, aber das Ding, das Portal hier hinten geht ja auch nicht bis ganz durch. Unterirdisches Grab und ich merke gerade, warte. Hier ist doch Granit, hier komme ich ja gar nicht durch zum Gegner. Muss ich mich wahrscheinlich einmal komplett außen rum graben, oder? Eines eurer Monster hat gerade einen Helden besiegt. Oder was heißen würde, wenn wir uns gerade noch drei hocharbeiten, setzen da eine Fledermaus hin, dann wird wahrscheinlich, es wird dahin reichen und dahin reichen und dann können wir die Fledermaus da ab wieder reichen. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Gar nicht doch gut. So, der Betrachter braucht noch 19 Sekunden. Frag mich, warum der Betrachter heißt. Ah, und wir haben unsere Seelenenergie, wir können einen Wächter holen. Nur für alle Fälle, wenn mal einer Meister, durchkommt. Meister, ihr werdet angegriffen. Ja, das ist beabsichtigt. Oh, ich sag euch, dieses Corona-Scheiße, die kratzt echt im Hals. Aber ansonsten geht's mir recht gut, also. Ich hab mir das irgendwie schlimmer vorgestellt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen, 15 Goblins zu haben. Mindestens 50 Monster, okay, Heldenvernichter, töte mindestens 50 Helden. Überlebenskünstler, Alleinunterhalter. Besitzt nicht mehr oder 8. Meister der Goblins, besitzt mindestens 5 Goblins, besitzt mindestens 10 Goblins. Na gut. 5000 Gold brauchen wir auf jeden Fall noch für ein Ding. Prestige. So. Ein Champion ist in euren Dungeon gekommen, Meister. Wo? Also warte mal, kann ich jetzt, wenn ich Vampirfledermaus ungefähr hier hin, dass es dann bis dahin reicht. Durch die Wand durch, ja. Das ist mega korrekt. Euer Wächter steht unter Beschuss, Meister.
Hoppala. Jetzt muss ich auch noch aufstoßen, was ich schon heute noch nicht sehe. Katsching. Katsching. Helden sind schon wieder stärker geworden. Warum kann ich jetzt nicht? Jetzt hat's wieder, also jetzt hat's wieder extrem Kange gerade. Das ist. Da geht ein weiterer Keller von Lachstadt immer froh dahin. Exzellent, oh teuflischer Todbringer. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit die Kekse vorbereitet und mir erlaubt, einen davon zu kosten. Wirklich exzellent. Ja, der und seine Kekse, da. Wie sieht denn der Betrachter eigentlich aus? Oh, der ist schon wieder gestorben. Ja, ich muss mein Grab. Oh, der ist schon wieder. Entwurmen lassen. Was wollte ich denn nun? Modrigster aller Modrigen. Eventuell könntet ihr uns später noch einmal belästigen. Ich meine, aufsuchen. Wir sind gerade schwer beschäftigt und... Schweig, du Made! Mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich ein paar neue Untote für meine hirnlosen Horden benötige. Los! Schickt mir ein paar Helden, nachdem ich ihre Gehirne verspeist habe, werde ich sie meiner Armee hinzufügen. Ihr könntet dem Zombie-König Helden opfern, indem ihr sie aus eurem Gefängnis freilasst, Meister. Wenn ihr der unverschämten Aufforderung dieses Wurmverseuchten etwas nachkommen wollt, dann solltet ihr es schnell tun, bevor sein untotes, teuflisches Tempel... Amen wieder zuschlägt, ja, ja, schon klar. Lasst drei Helden frei. Die hat noch viel. Ja, da hat fast nichts mehr. Ja, da hat er fast auch nichts mehr. Die hat noch so viel Seelenenergie. Muss ich das machen, oder? Machen das meine Goblins? Foltern, opfern, freilassen. Ah, okay, so muss ich draufklicken. Freilassen. So, der andere schon mit drin gestorben. Soweit kommt's nämlich.
viel Seelenenergie hat der da? 101. Wahrscheinlich hat jetzt jeder zu viel Seelenenergie noch, oder? Der hat noch voll. Ja, der hat fast nichts mehr. Der ist noch voll. Ja, da hat ein bisschen was. Die hat noch 102 Seelenenergie, die hat noch 95. Das. Sechsfach Gefängnis. Geerntete Seelenenergie 0,5 pro Sekunde. Der hat noch 74, 93, 86. Dann kann ich hier entfernen, hier entfernen, hier entfernen. Hier lassen wir frei für den scheiß Zombie-König. Dann können wir das hier entfernen und dann können wir nämlich hier nochmal eine gute Zelle hinbauen. Dann wollte ich ja mal hier noch irgendwo weiter erforschen. Was haben wir hier noch? Da ist nichts mehr, okay. Meister, ein Champion ist in euren Dungeon gekommen. Ja, das da kann ich vermutlich abreißen, oder? Okay, das liegt noch drin. Das liegt noch drin. Jawohl, ja, dann haben wir auf jeden Fall mal genügend Bevölkerungslimit. Dann können wir hier mal noch bei Gelegenheit das Gold ernten. Und hier passiert ja schon nichts mehr auf der Flanke. Ja, geht einigermaßen. So, dann gucken wir mal weiter. Mal, wo wir als nächstes hingehen. Hier oben ist noch mal was. Und da ist auf jeden Fall noch mal Betrachterding. Wenn wir hier rüber laufen. Aber hier stinke, hier ist Granit. Aber hier nicht. Da können wir uns außen rumbuddeln zur Not. Dann ist da noch mal ein Keller und da noch mal ein Keller. Und ja, das kann aber dauern, bis wir dort sind. Herausforderung gescheiter, wer will schon berühmt sein? Ah, genau, und ich kann jetzt Schleime. Können wir hier nochmal zwei Schleime dazu machen? Habe ich den jetzt eingemauert? Ne, der müsste da rechts noch durchkommen. Der kommt aber dazwischen drin durch.
kaputt machen, da ist keiner mehr drin. Natürlich, wenn wir eng genug bauen, dann passen da genügend rein. So. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Hinterhältiges Volk greift euren Wächter an, Meister. Nicht mehr lange. Ich will euch nicht beunruhigen, aber ihr werdet angegriffen. Ja, ich weiß doch. Ah, das ist ein Betrachter, okay. Sieht aber auch ekelhaft aus. Ja, aber dafür, dass es hier heißt, der ist ziemlich zäh, geht er aber ziemlich schnell down. Hallo? So, und ab mit dir ins Gefängnis. Bislang kommen wir ganz gut durch. So. Können wir da oben noch ein Heldenportal aufmachen, wenn wir möchten. Und hier haben wir ein riesiges Goldfeld zum Abbauen. Ihr habt einen Heldeneingang geöffnet, Meister. Ja, das war auch voll beabsichtigt, stell dir vor. Können wir da noch Gold abbauen? Können wir da noch Gold abbauen? Achso, apropos, ich kann ja jetzt auch... bisschen ausleuchten. Da darf ich nichts bauen, da ist Treppe. Da ist nämlich Keller Nummer 3, da müssen wir erstmal hinkommen. Ein Champion ist in euren Dungeon gekommen, Meister. Mal gucken, wie viel Geld brauche ich denn für 15 Goblins? Seelen. Ach, ich muss auch noch mit Seelenenergie bezahlen. Ist ja scheiße.
Ein neuer Heldeneingang wurde geöffnet. So, wo ist der Champion? Da ist der Champion. Den gehen wir gleich an. Ihr habt einen eurer Goblins verloren, Meister. Gut. Dann holen wir doch gleich wieder einen neuen. Die sind ja zum Glück recht austauschbar. Ich muss jedes Mal brauche ich höheres Prestige und ich muss mehr Ding dafür bezahlen. Hilfe, Hilfe! Ein Herz können wir nochmal wieder heilen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es als bei Dungeons 2 geschickter, dass du dann als Mauern noch wieder aufbauen kannst. Meister, jemand greift euch an! Ja, aber das ist nur vorübergehend. So, über 300 Lebenspunkte. Prestige-Multiplikator 173%. Also, da kommt noch einiges zusammen. So, und dann haben wir noch wieder, wo haben wir gesagt, verbesserte Gesundheit. Das war ist nur ein Punkt, schade. Jetzt können wir 10 und fürs... Oh, okay. Für das Gute! Beim nächsten brauchen wir jetzt schon 1000 Prestige, okay. Beim 12. Rami, der Wahnsinnige. Okay. Wie sieht's hier aus? Habt ihr noch alles im Griff? Oder sollen wir mal kurz... Ich eigentlich auch selber? Okay. Also er kämpft automatisch, wenn ich jetzt seine Ansicht drin habe. Oh.
gibt echt Besseres. Ein Schämmchen hat den Dungeon betreten, Meister. Kommt da der Champion? Da ist der Champion. Na gut, er braucht noch ein bisschen, bis er da ist. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Sollen nur kommen. Ich will euch nicht beunruhigen, aber ihr werdet angegriffen. Oh, nichts Neues. So, für den nächsten brauchen wir schon 130 Prestige. Ja, guck mal, da ist jetzt der Champion aber wieder. Prestige, okay. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Einer eurer Goblins ist gestorben. Das ist jetzt aber blöd. Monsterpeiniger tötet uns 50 Monster. Zerstört 100 Gimmicks, Überlebenskünstler, Alleinunterhalter. Besitzt niemals 8 oder mehr Goblins. Meister der Goblins besitzt mindestens 15 bis mindestens 10. Also dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt bis 10 und dann lassen wir den Rest. Die ging schon drauf, okay. Oh, noch ein Goblin.
schreien sie auch noch so lustig. So, nochmal einer. Wenn du natürlich bei so großen Bauvorhaben, wo du Gold ausheben willst. Wobei ich bräuchte jetzt eigentlich momentan ja kein Gold ausheben, da ich ja mehr als genug noch davon habe. Was willst du denn jetzt? Null Seelenpunkte. Moin, der braucht. Der ist sogar so riesig, der braucht schon zwei. Das wollte ich nicht. So, bis da hinten ran. So, und dasselbe machen wir nochmal mit dem hier. Einmal das. Einmal das. Einmal das. So, es wäre natürlich schön, wenn meine Goblins mal hier reinarbeiten würden. Und hier bauen wir noch ein Fledermaus-Ding hin, dass wir hier ein Sichtweite haben. Ist in euren Dungeon gekommen. Ah, schon wieder. Wo? Ah, hier hinten sogar. Den schnappen wir uns kurzerhand direkt. Ich habe schon wieder 1500 Seelenenergie. Ich weiß gar nicht, wo ich so viel Zeug noch hinbauen soll. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Ja, dafür habe ich ja einen Wächter. Wo ist der Champion? Da ist der Champion. Wenn du mal am Anfang da drüber kommst, dass wenn ich jetzt so dermaßen viel Seelenenergie habe, dass ich so einen Scheiß bauen kann hier. Was habe ich jetzt eigentlich auch? Ja, 400% Multiplikator. Jetzt eigentlich die meisten Helden sind jetzt One-Shot. Hast du das gesehen, wie schnell der jetzt am Boden war? Also wenn das mal am Anfang lang genug aushaltest, dann ist das hier gar kein Problem. Und jetzt natürlich auch noch das Gold hier unten ausheben, aber ich brauch's momentan ja nicht. Außer ich werde jetzt noch irgendwo extra Räume ausheben, nur damit ich Scheiße reinbauen kann, um noch mehr Prestige-Gimmicks reinzunageln. Wenn man sich's erlauben kann, sollte man wahrscheinlich immer ein Monsterportal in der Nähe haben. Okay, weil hier ist jetzt gegnerische Grenze. Aber an die komme ich ja an. Also von hier komme ich auf keinen Fall rein. Da ist ja alles Granit. Das heißt, ich muss mir irgendwo von hier oben einen Weg reinbahnen. Ja, da ist eine offene Stelle. Dann müssen wir aber zuerst mal noch an den letzten Kerker dran.
Euer Wächter wird angegriffen. Oh. Dann unterstützen wir doch mal ein klein wenig. Einen kurzen Lag, da dieses Spiel extrem lange braucht, um kurz zwischenzuspeichern. Jetzt haben wir gespeichert. Ihr werdet angegriffen! Helden stellen uns mitten in den Wind oder gegen das Lied nochmal. Oh, der nächste Keller ist frei, ein Glück. Lass mal die weiterlaufen. Von hier einer rum. So, dann machen wir mal hier kaputt. Kling. Nix, okay. Jetzt abklingen lassen. Auch nix, okay. Machen wir das nächste noch kaputt. Jetzt kommt mal einer. Sind sie gleich zu dritt? Seid ihr jetzt stärker als die anderen Helden? Die scheinen tatsächlich ein bisschen mehr drauf zu haben. Okay, aber kriegen wir Outdown. Ich brauche noch weitere Einheiten für meine hirnlosen Horden. Schickt mir weitere Helden. Ja, natürlich. Das haben wir doch gleich. Wie viele will er denn? Wieder 3 Stück. Oh, gut zu wissen, ich habe gerade gar nicht so viele auf Lager. Also, 1. Helden sind wütend geworden und 3. Auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Da müssen wir halt mal kurz zurück teleportieren und dafür sorgen, dass noch wieder welche im Kerker landen. Ein Champion hat den Dungeon betreten. Krieg den mal kurz. Ja, der hat eh nur 60 Ding, den können wir gleich freilassen. So. Perfekt. So, und der dann noch kaputt machen hier. Jawohl, ja. Und wo ist unser Held, unser Champion? Da ist der Champion.
eigentlich doch jetzt bestimmt das Ganze noch ein bisschen upgraden hier. Diese Wand. Also. Niemand greift euch an, Meister! Da ist was an der Wand dran, was uns verhindert. Okay. Raum kann nur ein Interaktionsgimmick, also dann machen wir halt das weg. Da war es gerade grün. Also dann machen wir hier das Lesepult raus. Wir machen hier so einen Superpult hin und noch einen großen Schrank. Dadurch die Helden halt noch ein Stückchen zufriedener werden. Muss das so oder sieht es irgendwie nach einem Bug aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Den Champion hat es wohl erledigt. Jawohl, den Champion haben wir erledigt. Gut. Gut, 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 gut. Aber wir brauchen noch ein paar Tische. Okay, erstmal nicht. Das ist dann noch weg. Das ist dann noch weg. 7 von 9 Gegenständen. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Und da hinten ist noch eins, was man kaputt hauen muss. Ein weiterer Keller geht dahin. Ich bin wie immer entsetzlich beeindruckt von eurer Zerstörungswut, Meister. Dann ist ja gut. So. Wütend gewordene Helden. Ich glaube, dafür haben wir erstmal noch genügend. Aber zu alle Fälle, ich baue nochmal eine Wehrratte und nochmal einen Skelettkrieger daher. Und einen Schleim könnte man vielleicht auch nochmal vertragen. Haben wir auf jeden Fall mal noch genügend Ding. Genügend Reserve. So. Hier können wir noch ein bisschen upgraden. Ich brauche noch weitere Einheiten für meine hirnlosen Horden. Natürlich. Schickt mir weitere Helden. Was macht es eigentlich? Effizienz pro Sekunde, maximales Bedürfnis der Helden, okay. Nichts wissen macht auch nichts, ja. So, ich soll nur mal 3 Helden freilassen. Ja, der da hat ja fast nichts mehr. Wo bist du jetzt? 29, den kann man freilassen. 110, 420, 38, den kann man freilassen. 244. Ja, dann gibt halt der noch mit 106 raus. So, jetzt muss ich aber wahrscheinlich in das feindliche Gebiet rein, oder? So wie es wohl aussieht. Wie es wohl aussieht, müssen wir hier jetzt ins feindliche Dungeon-Gebiet rein. So.
Läuft unnütz umher. Wenn ihr unnütz umherlauft, dann könnt ihr auch natürlich hier unten das Gold weiter ausgraben, bevor hier unnütz irgendwas passiert. Wobei, nee. Pass auf, machen wir anders. Wir graben zuerst das Gold hier oben aus. Dann brauchen sie länger dafür. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Jetzt auf einmal. Ja, müssen wir mal wieder ein bisschen nachhelfen hier. Tschüss. Und du tschüss. Du noch tschüss. Und jetzt hat sich mein Tablet verabschiedet, weil ich noch nicht geladen habe. Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Ein Champion hat den Dungeon betreten. Ja, und wo? Ah, hier. Eurer Monster, ja klar. Zack, 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 zack. Da können wir auch mal noch 16. Jetzt habe ich keine Seelenenergie mehr. Eines eurer Monster hat gerade einen Helden getötet. Das ist schön. So, und wir müssen vermutlich, was ist da hinten noch? Da hinten ist auch nochmal ein Monster-Ding drinne. Hinkomme. Dann müssen wir uns einmal hier durch die Gegner durchgraben. Jawohl, ja. 88 haben wir nochmal mehr Ding, mehr Bevölkerungslimit für unsere Monster. Da ist Granit im Weg, okay. Gut zu wissen. Da ist der letzte Keller. Und da ist nochmal unterirdisches Grab, okay. Und momentan, okay, ich glaube bei 400 Multiplikator ist Schluss. Ich meine, okay, wenn wir es am Anfang mal so weit gebracht haben, dass unsere Grundfertigkeit 400 mal besser ist. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Mal die Fledermaus da noch weg. Ja, da kommen noch weitere. Oha.
mögen mich anscheinend hier nicht. Hier kommen jetzt nicht alle Monster auf einmal zu mir hergelaufen, egal ob ich in deren Einflussbereich bin oder nicht. Und da kommt ja ein gegnerischer Dungeon Lord. Hallo, greifen jetzt mal an. Sieht so aus, als könnten wir hier ein klein bisschen Feuerunterstützung gebrauchen. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Ja. Ja, das ist halt mein Dungeon-Portal, okay. Hier ein paar Helden reinlassen. Ein neuer Heldeneingang wurde geöffnet. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. So, jetzt kriegt der gegnerische Dungeon Lord erst einmal hier aufs Maul. Wie sieht's mit meinem Dungeon Herz aus? Ah, der Wächter ist noch da. Die sind aber alle da. Wird gar nicht mehr angezeigt, alles klar. Okay. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Muss ich mir Sorgen machen? Ja. Ja, wobei. Sollten wir doch mal lieber kurz wieder wupp. Der Champion kommt. So wieder. Ja, momentan wimmelt es hier aber so von Helden, hey. Oh, und da ist ja auch der Champion gleich. Den holen wir gleich wieder neu. So. Der Champion haut jetzt auch ganz schön in die Falle, gell? Ein Monster hat gerade einen eurer Helden zerlegt, Meister. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Das ist schön. Mr. Fleetswood.
Herausforderung erfüllt, Monsterpeiniger. Ach, jetzt kämpfen meine Monster mit denen ihre Monster da, weil unsere Dungeon jetzt da aneinander grenzen. Das ist natürlich gut, ja. Kann ich denn meine Monster nochmal upgraden? Ich habe ja nochmal Seelenpunkte. 400. 439. 480. Das nächste Kurs. Maximum erreicht. Okay, also Stufe 22 ist hier das Maximum, was meine Monster haben können. Klingen. Da noch klingen. Und da ist nochmal Gold und dann holen wir nochmal einen Goblin. Zack, da kommt nochmal ein Held. Da ist nochmal einer. Komm, jetzt greif an. Oh, das ist manchmal ein bisschen buggy. Er rennt an ihm durch und dann bleibt er hinter ihm stehen, oder was? Also wir haben mittlerweile fast 18.000 Gold, also. Kommen sie schon zu viert auf einmal. Eines eurer Monster hat gerade einen Helden getötet. Okay. Ich glaube, wir machen erstmal kurz wieder taktischen Rückzug. Ich muss nachher hier durch, okay. Erst nochmal kurz wieder heilen. Eines eurer Monster hat gerade einen Helden besiegt. Katsching, okay. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. So, jetzt können wir nur noch. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. So, wie viel haben wir jetzt noch? 11 von 12 Gegenständen. Also dann das Regal noch kaputt machen. Wunderbar, Meister. Ihr habt wieder einmal ein beeindruckendes Maß an Zerstörung an den Tag gelegt, wie es kein Lehrbuch des Bösen besser hätte beschreiben können. Eure Karamellkekse müssen offensichtlich nicht mehr allzu lange auf euch warten. Jo, passt. Also, oh, da ist nochmal ein Gegner. Nur noch 100 Meter. So. Was ist da meine Monster? Sieht danach aus, die gehen sogar schon zum Angriff über. Das ist ja heftig. So, ist denn hier nochmal ein Monsterportal? So, jetzt geht der. Okay, der gegnerische Dungeon Lord will anscheinend dahin und jetzt wird er sein eines Portal da zurückholen. Währenddessen klauen wir einfach mal das zweite. Gut.
Okay, das war One-Shot. One-Hit-Kill. Eines eurer Monster hat gerade einen Helden besiegt. Helden sind wütend geworden und auf dem Weg zu eurem Dungeon, Herzmeister. Ja, damit muss man jetzt halt leben. Und da kommt der gegnerische Dungeon Lord. Hammers. Ja, eingenommen. Passt. Komm daher, Freundchen. Der Champion kommt. Jetzt holen wir uns hier noch kurz Verstärkung und dann marschieren wir da einmal durch. Oh, da liegt er ja. Eines eurer Monster hat gerade einen Helden getötet. So, wie sieht's hier aus? Ich glaube, die haben noch alles unter Kontrolle, so wie es aussieht. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Dann ist ja gut. Ein neuer Heldeneingang wurde geöffnet. Und nochmal Verstärkung für uns. Na, was willst du, Freundchen? Alter, ich habe sogar den gegnerischen Dungeon Lord mit 2 Hieben weggemacht. Ein Held ist im Kampf gegen ein Monster gestorben. Ein Monster hat gerade einen eurer Helden zerlegt, Meister. Okay, er hat hier... An die komme ich wahrscheinlich nicht alle ran. Also ich würde jetzt sagen, das letzte Pentagramm lassen wir jetzt da in Ruhe. Das Monster-Pentagramm da. Und wir gehen jetzt einfach zack, zack. Wir haben jetzt 106 von 100 dadurch, dass wir seine Pentagramme noch eingenommen haben. Gegner. Oh ja. Und... Da verschwindet das Dungeon-Herz eures Gegners in einem Haufen Scherben. Endlich weht nicht mehr der Hauch des Versagens durch den Untergrund. Ich habe mir erlaubt, den Tee aufzusetzen, Meister. Gute Idee, ja. Ah, Meister, da seid ihr ja. Ich bewundere gerade euren Sieg. Eine herausragende, bösartige Leistung. Ich neige mein Haupt vor eurer grandiosen Schreckensherrschaft. Zur Feier des Tages habe ich mir erlaubt, die Karamellkekse noch mit einer Zuckerglasur zu verfeinern. Ich hoffe, sie schmecken euch. Wunderbar, wunderbar. Ihr habt nicht nur euren Konkurrenten in Grund und Boden gestampft, sondern auch noch die Bier- und Weinkeller der Bürger zugrunde gerichtet. Mal sehen, ob diese Schwachköpfe im nüchternen Zustand auch noch immer froh sind. Höhlen des Horrors. Ja, genau, Höhlen des Horrors. Das ist jetzt die Unterkunft vom Zombie-König. Das heißt, in der nächsten Ding werden wir gegen den Zombie-König und dann kommt dieser Minotaur hier da. Passt soweit alles, sieht doch gut aus. Also ihr habt es schon ein bisschen gesehen, der Erzähler, der hat als immer mal so ein paar lockere Sprüche auf Lager mit dem Ding, dass man hier
mit Karamellkekse und Zuckerglasur und ich habe mir erlaubt, den Tee aufzusetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Einser ist da noch ein bisschen verhalten. Also gerade was diesen Humor angeht, sind Teil 2 und Teil 3 viel besser. Und ich finde es halt auch wesentlich, wesentlich schöner, dass Teil 2 und 3 nicht nur im Untergrund spielen, sondern dass du quasi im Untergrund quasi deine Basis aufbaust und deine Monster auch nicht nur an so Pentagramme gebunden sind, sondern deine Monster selber nehmen kannst, wie halt in einem RTS und dann damit die Oberwelt angreifen. Aber ich würde mal sagen, das waren jetzt ganz nette anderthalb Stunden, in der wir die Mission gemacht haben. Ich sag euch, im Teil 2 und 3 wird es teilweise noch länger bei manchen Missionen. Und ich würde sagen, ich schiebe jetzt erstmal meine Pizza in den Ofen und dann sehen wir uns nach der Mittagspause zum Schlachtefest auf den Zombie-König. Bis zum nächsten Mal, Fans.